Jo, Kinder, wie gestern schon angekündigt, heute, obwohl Samstag ist, machen wir den Filmfreitag. Was gibt's auf Augen? Hass la haine. Ein französischer Film, der ist auch schon ein bisschen älter, ist glaube ich von 95 oder so. Beruht auch auf einem wahren Hintergrund. Und der ist jetzt zu der Lage, die so in der Welt gerade aktuell ist, besonders in Frankreich und so, recht interessant, den solltet ihr euch definitiv geben, damit ihr mal so auch die Hintergründe versteht, warum sich diese ganzen jungen Leute überhaupt so radikalisieren. Ne? Das ist ja immer, wird gesagt, die sind von Grund auf schlecht, bliblablub. Nee, man muss mal so die ganzen Umstände beleuchten, wie diese Menschen so werden. Ich meine, die sind ja echt nicht von Geburt an so. Das liegt schon so an der Gesellschaft und an ihrem Umfeld. Ne? Also das ist echt ein sehr empfehlenswerter Film. Ich drehe den jetzt nochmal um. So. Das ist halt die Rückseite, ist ab 12 freigegeben. Ist jetzt auch nichts irgendwie so, was groß schlimm ist. Ich finde, man sollte so den Film definitiv auch irgendwie schon mal in der Schule zeigen, dass da irgendwie viel mehr schon gegen getan wird, gegen diese ganze Radikalisierung und so, ne? Das müsste definitiv mal viel früher anfangen. Also das geht definitiv alles viel zu spät los, Alter. Erst wenn sie sich in die Luft gesprengt haben und wieder Unschuldige gestorben sind, dann wird da was gegen getan. Aber ansonsten wird da nichts für gemacht, dass man da vorher schon mal irgendwie Partei ergreift und sagt, hier Leute, wir geben euch eine Chance, wir geben euch eine Zukunft. Das ist ja einer der Gründe, warum diese Leute dann so wegdriften, weil sie halt für sich selber gar keine Zukunft sehen und so von der Gesellschaft ausgestoßen sind, ne? Naja, gut, bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer dass ihr euch den definitiv mal geben solltet. Sehr schöner Film, ist in Schwarz-Weiß gehalten. Für euch Kinder von heute, die ihr da 3D, 4D, 5D, Special Effects und 10.000 Farben braucht. Ein guter Film, der braucht keine 10.000 Special Effects, der braucht einfach nur eine richtig gute Handlung und einen Sinn, mehr nicht. Und gerade solche Schwarz-Weiß-Filme haben eigentlich nochmal viel mehr Tiefe, weil sie halt auf diese ganzen Farben, die so nur ablenken und Special Effects, die auch keinen tieferen Sinn ergeben, verzichten. Also von daher, tut euch das an, das ist jetzt kein Film von 1920, sondern halt von 95, wie gesagt. Da ging es auch schon ganz schön ab in diesen Vorstädten, in diesen Banlieues von Paris. Und dieser Film hat, wie gesagt, halt so einen wahren Hintergrund, worauf das jetzt so halt abspielt. Und wie gesagt, ich glaube, ist aktueller denn je. Von daher zieht euch den rein. Ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Macht's gut, Kinders, und genießt euer Leben. Tschüss.